Anna und willkommen zurück zum vermutlich dümmst getimtesten Backformat auf ganz YouTube Deutschland. Das sind ungefähr 37 Milliarden Grad heute und wir machen heute etwas in einer Pfanne. Warte, Hitze mit Hitze, ja. Wir haben vor ungefähr ein paar Wochen, ist es her, haben wir Pizza in der Pfanne gemacht, die extrem gut geworden ist. Das war ein so krass gutes Video und ihr habt diese Pizzen so viel nachgemacht. Dankeschön dafür nochmal für all die Verlinkungen auf Instagram. Und ich habe einen neuen Trend im Internet gesehen, der wieder mit einer Pfanne zu tun hat. Und heute machen wir, jetzt kommt ganz Lust, für die ganz Lustigen ist jetzt der... Ja, ich bin da. Ja, wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr seid jetzt bereit. Wir machen heute Kuchen in der Pfanne. Das heißt, wir machen Pfannenkuchen. Okay. Nicht zu verwechseln mit Pfannkuchen. Wir machen heute Kuchen in der Pfanne. Beziehungsweise wir wollen versuchen, ob das funktioniert. Das ist First Try heute. Es sah auf jeden Fall im Internet recht easy aus. Alle Mengenangaben, alle Quellenangaben, wie immer, ganz unten in der Infobox, wenn ihr euch dafür interessiert. Und wir starten damit, dass wir natürlich in meiner persönlich allgemein bekannten Lieblingsfarbe etwas herstellen. Und falls ihr das Ganze hier gerne unterstützen möchtet, dann lasst mir doch jetzt gerne ein Abonnement auf diesem Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir starten damit, dass wir Butter schmelzen, beziehungsweise Margarine schmelzen. So, wir haben Margarine schon geschmolzen und die Schüssel ist viel zu groß für den kleinen Mückenschiss hier. Macht aber nichts. Und Kakaopulver. Das verrühren wir jetzt erstmal miteinander und machen einen leckeren braunen Matschebrei. Grundsätzlich geht dieses Rezept auch sehr, sehr schnell. Also falls ihr mal auf den letzten Drücker Besuch bekommt oder dringlichen Bock auf Kuchen habt, aber keinen Ofen oder keine Lust oder einfach mal verrückt sein wollt, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht ist dieses Rezept dann hier etwas für euch. So sieht der kleine braune Haufen jetzt aus und ihr seht schon, ich habe mein Sojamehl geöffnet. Jetzt kommt nämlich ein Ei theoretisch mit dazu. Wir machen ein Sojamehl-Ei. Ganz easy peasy mit einem Esslöffel Sojamehl und mehreren Esslöffeln Wasser. Ich nehme jetzt 4, weil ich brauche ein bisschen mehr Flüssigkeit, weil sonst der Teig zu trocken wird. Und dann wird das einmal kurz cremig gerührt und dann ist das ein Tip-Top-Eiersatz. Ihr kennt das wahrscheinlich schon, wenn ihr mein Backbuch gekauft habt. Da haben wir sehr, sehr viel mit Soja-Eiern gemacht. Das sieht ein bisschen aus wie Baileys auf braunem Humus. Brauner Humus, Sie kennen es. So, und nun kommen wir mal wieder zum Geheimnis der Pfannenrezepte. Wir nehmen Mehl und wir nehmen Backpulver. Und fusionieren es. Ja, Mann. Oh, scheiße. Und zwar mit dem Tisch und meinem Kleid. Ein Teelöffel. Schwapp. Und das vermischen wir jetzt schon mit dem Mehl. And that is the secret hier und so, ne? Freunde der Nacht. Und ich werde safe meinen nächsten Besuch hier vor auftischen. Völlig egal, ob das was wird oder nicht. Also kommt mich lieber nicht besuchen. So. Wir machen natürlich heute mehrere Varianten, ne? Oh, das ist aber fest hier. Holla, die Waldfee. Schauen Sie, großartig. So, ich bin mit einem Spatel ausgerüstet und das sind jetzt ungefähr so 20 cm die Pfanne. Ich hoffe, dass die nicht zu klein ist. Da kommt jetzt die Teigmasse rein. Flalalala. Oh mein Gott, das sieht jetzt schon so gut aus. Ich bin ja mal gespannt. That's it. Und dann kommt da ein Deckel drauf und dann warten wir 10 Minuten. 10 Minuten später, wir haben es gerade runtergeholt und ich habe gerade schon mal reingepiekt. Es ist komplett durch. Und es ging auch super schnell, es oder? Es ging super schnell jetzt und hier riecht es einfach phänomenal geil. Das ist mir jetzt aber schon wieder ein bisschen fast zu trocken. Wir wollen ja einen Fatschi-Kuchen haben, deswegen pieke ich hier jetzt mal ein paar Löcher in den Teig, weil wir machen jetzt noch was. Weil du das einfach möchtest. Einfach, weil ich das möchte, weil ich gerne Dinge zerstöre. Und dann habe ich hier ein bisschen Kakaohafer, Haferkakao. Und den mache ich da jetzt noch einmal drüber. Flop, 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 flop. Oh, lol. Damit der sich schön vollzieht. Ich überlege gerade, ob ich noch mehr reinmache. Nee, ne? Philipp sagt, Da kommt ja gleich, ich habe ja gehört, da kommt noch was drauf. Da kommt noch was drauf. Wir lassen das jetzt kurz einziehen, machen den Deckel drauf. Und in der Zeit, ich stelle das zur Seite. Und in der Zeit machen wir jetzt eine Schokoladenganache, die doch oben drauf kommt. So, Ganache ist fertig. Ich habe das jetzt mal nicht mitgefilmt, weil ich glaube, mittlerweile haben wir ungefähr 1 Million Mal Ganache gemacht. Rezept für die Ganache findet ihr aber auch im Infoböckchen drin. Und das ist unser Kuchen.
Der ist jetzt schön futschelig geworden und die Kakao ist ein bisschen eingezogen. Und jetzt müsste ich mal meinen Spatel haben. Das Ganze wird jetzt nämlich noch mit Ganache garniert. Das ist quasi eine Garnish. Oh Gott, der ist so gut. Flip, lassen Sie los, Sie kleine Dorfzicke. Oh, nicht auseinanderbrechen, bitte. Das sieht doch schon formidabel aus. Ich raste komplett aus. Und Kinder, jetzt kommt da noch die Ganache drauf, ne? Schokolade. Oh, die ist aber gut geworden. Hui, 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 hui. Man kann auch sonst Bionella nehmen. Man kann auch Bionella nehmen, richtig. Oder was auch immer man für eine Schokonuss-Nougat-Creme bevorzugt. Es geht voll auf. Das geht mega auf. Ja, ist halt natürlich, ne, der Kuchen ist noch warm, deswegen geht er jetzt ruckzuck in den Kühlschrank, damit die Ganache nicht komplett runterläuft. Die kann ruhig ein bisschen verlaufen, sieht halt auch unfassbar geil aus. Das geht jetzt schnell in den Kühlschrank und wir machen mit Kuchen Nummer 2 weiter. So, das war ja bis hierhin schon mal sehr, sehr schön. Ich habe aber gesagt, ich habe ja noch was Zweiteres für euch. Und man könnte jetzt richtig langweilig irgendwie einen Vanillekuchen machen. Oder aber wir machen ein bisschen was optisch ansprechender und noch ansprechendereres mit Obst. Und zwar möchte ich noch einen Bananenkuchen machen. Kein Bananenbrot, einen Bananenkuchen bzw. einen Bananen-Aprikosenkuchen aus der Pfanne. Und dafür brauchen wir als erstes theoretisch ein Ei. Und das ersetzen wir wieder wie im ersten Rezept mit einem Sojamehl-Ei. Nam, 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 nam. Das ist unser Ei. Flotsch. Und hinzu kommt nun der Zucker und dann wird das miteinander verquirlt. Fertig. Gutes Zuckerei ist niemals schlecht. Öl kommt dazu. Ich habe Rapsöl genommen, weil das relativ geschmacksneutral ist. Dann hinzu ein wenig Pflanzenmilch. Flululululutsch. Sieht einfach, als ob du da 20 Eier reingekriegt hast. Ja, aber richtig. So, und da kommt jetzt zwar nicht ganz so viel Mehl, dafür aber ganz schön viel Backpulver rein, nämlich ein ganzes Päckchen. Und ich vermische das wieder im Vorfeld miteinander. Flop. So, das ihr seht, ihr ist ein bisschen flüssiger, ist aber nicht schlimm. Das ist ein etwas anderes abgewandeltes Rezept. Wir brauchen als nächstes 2 Bananen und falls ich heute so ein bisschen komisch rede, ich habe so ein Bläschen mitten auf der Zungenspitze vorne. Und das ist voll ätzend. Ich muss da die ganze Zeit dran gehen und so machen. Das ist sehr unangenehm. Bläschen auf der Zunge, Leute. Ich sag's euch. Und diese ekelhaften... Gibt es Menschen auf diesem Planeten, die diese Fusseln von Bananen hier mitessen? Spaghetti. Leckere Bananenfusseln. Ekelhaft. Ich gebe die immer dem Hund. Unser Hund ist nämlich so ein guter Hund, dass der die Fusseln mit isst. Aber auch freut nur... Ich wollte gerade sagen, der freut sich auch noch. Aber nur Emma. Ole nicht. Der ist ein Bananengourmet. Ja, der sagt so, nee. Nee, den Scheiß kannst du behalten. Der denkt sich, Bananenfusseln, Schmutz. Ja. Haben die Namen? Weiß ich nicht. Okay. Wir schneiden jetzt kleine Bananenscheiben. Ich lasse die Enten für die Hunde, weil die freuen sich immer. Banane für Sie und eine Banane für Sie. Oh. Okay. So, ja. Wir schneiden derweilen die Banane in Scheiben. Die brauchen wir jetzt nämlich als allererstes. So, und ich verteile jetzt so 2 Teelöffel Zucker ungefähr in der Pfanne. Das soll nämlich so ein bisschen ankaramellisieren mit den Bananen. Dann verteilen wir die Bananas auf der Pfanne, die bitte noch nicht heiß ist. Und dann gehen wir einmal rüber zur Dingsbums. Und jetzt kommt vorsichtig, ohne die Bananen im besten Fall zu verdödeln, der Teig da drüber. So, und das wird jetzt auch wieder mit Deckel drauf auf die Pfanne, auf die mittlere Hitze gestellt. Und dann je nach Herd 12 bis 15 Minuten bei der Größe angelassen. 12 Minuten sind jetzt rum und ich weiß nicht genau, was schiefgelaufen ist. Aber der erste Kuchen sieht so aus. Das ist totale Scheiße. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, wir haben... Hast du, wie heißt das nochmal? Reibekuchen gemacht? Ich sag's dir. Ich glaube, du musst den nur wenden. Nee, lieber wende nicht. Ja, ich glaube, das war zu viel Öl. Ich schreibe euch das andere Rezept mal in die Infobox. Vergesst den hier. Welches Rezept meinst du? Wir haben natürlich direkt schon einen weiteren Kuchen gemacht. Und der hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Und der ist jetzt genauso lange wie der andere, 12 Minuten oder 10 Minuten in der Pfanne gewesen. Und wir drehen einmal um, würde ich sagen. Aha. Nein! Wie triggerig. Sie so, ich bleib hier, du wirst mich niemals essen. Okay, keiner hat gesehen, dass die Banane da fehlt. Die Bananen sind leider ein bisschen verrutscht, das macht aber nichts. Sie sind lecker karamellisiert und wir nehmen sie jetzt einmal mit rüber. Ja, und ich würde sagen, ich habe die beiden Kuchen schon hier vor mir stehen und wir verköstigen jetzt mal. Da bin ich sehr gespannt drauf. Starten wir mit Kuchen Nummer 1. Und ich ziehe ihn mal ins Bild. Ta-ta-ta!
Ach, die Platte lässt sich gar nicht drehen. Aber sieht mega aus. Der sieht super überleg mal, gut aus. Ich habe nur in die Pfanne geballert. Das stimmt. Ich schneide jetzt mal hier rein. Und oh mein Gott, das sieht schon so unglaublich schokoladig aus. Man hätte die Ganache jetzt auch komplett kalt werden lassen können. Das wollte ich aber nicht. Ich finde das nämlich eigentlich ganz geil, wenn die so ja, raussuppt. Oh, boah. Guckt euch das an. Guck mal, der ist richtig opala. Oh nein. Ich bin so ein Präsentationsopfer. Komm, wir machen mal. Schon ein bisschen Foodporn. Das ist schon ein bisschen sehr foodpornig. Guck es dir an. Wow. Ich bin so auf den Geschmack gespannt. Boah. Brownie. Mmh. Ultra lecker. Mmh. Oh, der ist aber schön fudgy. Mmh. Der ist, wow. Der ist so musig, dass er so voll an den Zähnen klebt von innen. Super lecker. Ihr könnt den Kakao theoretisch auch weglassen, wenn ihr das Ganze nicht ganz so matschig haben möchtet, sondern lieber ein bisschen fest und krümelig. Ja, dafür, dass er aus der Pfanne ist. Aber der hat jetzt 10 Minuten in der Pfanne gehangen. Also FML, OMG. Sehr, sehr lecker. Kann ich euch nur sehr empfehlen, nachzumachen. Falls ihr es bei Instagram hochladet, verlinkt mich gerne drauf. So, kommen wir zu Kuchen Nummer 2. Der ist auch noch nicht ganz fertig. Ich habe euch ja einen Bananenkuchen mit Aprikose versprochen. Das kommt jetzt noch und ich ziehe ihn erstmal ins Bild. Ta, ta, ta. Ja, er ist ein bisschen flacher geworden. Da fehlt dir noch Aprikose. Ja, ich habe hier Marmelade, Kinder. Flap, 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 flap. Wir machen das mit Aprikosenmarmelade. Schauen Sie. Das schmeckt mit Banane zusammen richtig, richtig gut. Schnipp. Schnipp. Oh, warte. Ich mir fast in die Kamera rein. Bist du wahnsinnig? Schnipp. Wow. Der ist ganz schön fluffelig geworden. Ja, sieht gut aus. Ich drehe ein bisschen durch. Ich lege das Stück mal hier hin. So, wir gehen mal hier so rein. Moment. Wow, das sieht sehr, sehr gut aus. Also der ist auf jeden Fall gut durch. Und wir probieren jetzt mal. Hm. Der ist sehr warm noch. Hm. Oh, ja, der war lecker. Hm. Genau, gib. Yeah. Ja, bitteschön. Hm. Schmeckt ein bisschen wie ein sehr fluffiger Pancake, würde ich fast sagen. Aber ist halt auch noch sehr, sehr warm. Kuchig, sehr fluffig, gut aufgegangen. Finde ich geschmacklich auch toll. Ist sehr sommerlich im Vergleich zu dem Schokoladenkuchen. Versucht euer Glück. Die richtigen Mengenangaben und Rezepte habe ich euch unten in die Infobox geschrieben. Und falls ihr jetzt gerne generell in der Pfanne kochen möchte, dann habe ich hier noch zwei wundervolle Videos für euch. Da lernt ihr zum Beispiel, wie man eine Pizza in der Pfanne macht. Aha. Mir habe ich auch irgendwie sowas gemacht. Wow. Und wenn ihr das Ganze gerne unterstützen möchtet, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und tschüss!